Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Final Fantasy 15. Nachdem wir das letzte Mal hier mit Gar Sombra endlich mal die Revanche, beziehungsweise die Stirn geboten haben und uns da die Revanche abgeholt haben. Ja, ich weiß immer noch nicht, wofür man eigentlich wirklich Styling Creme braucht. Irgendwie sehen die überhaupt nicht nass aus, die Leute. Also, die Sachen schon, aber... nee. Aber die Haare irgendwie nicht. Naja, gut. Dann wollen wir mal zum Aufgabenziel fahren. Ne, weiter geht's. Da fahren wir auch normal hin. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt hier schnell reisen. Weil wie gesagt, schnell reisen, wo man dann eine Minute quasi einfach nur wartet, ist irgendwie langweilig. Dann habe ich lieber ein bisschen Szenerie, die ich betrachten kann. Auch wenn das für euch vielleicht als Zeitverschwendung erscheint. Aber es ist halt doch schon schön. Auch bei Regen. Ja, wie gesagt, doch schon schön. Besonders bei der wunderschönen Musik von Final Fantasy 3. Die man viel zu oft hört. Also Final Fantasy 3 hat halt nicht so viel Soundtracks, weißt du? Und wenn man das dann einmal durchspielt, kennt es quasi alles auswendig. Deswegen kennt man auch von diesen älteren Spielen meistens die Soundtracks auswendig, weil man hat ja halt bloß gefühlte 3. Und nicht wie heutzutage... 50. Boah, wie um die Kurve driftet. Das bei Regen. Also, Kurvenlage ist schon nicht schlecht, ne? Von dem Ding. Hat was. Wenn wir irgendwie Vollgas gibt und dann eine Kupplung kommen lässt oder was. Oder warum rührt da so auf das Gerät? Ha. Huh. Wie weit haben wir es denn noch? Auch gar nicht mal so weit. Ist halt bloß blöd, weil man hier so diesen Bogen fahren muss. Ne? Wir sind jetzt hier so hier gefahren. Oder, ja doch. Wir sind so hier gefahren. Ne, von hier. Quatsch. So. Von da nach da. Gott. Gibt aber auch keinen kürzeren Weg, ne? Weil es hier bloß zwei Brücken gibt. Einmal da und einmal, ne, eine. Genau, eine Brücke. Mal hier oben ist ja ein Tunnel. Ah, ist immer noch ärgerlich, dass ich jetzt zum Beispiel, ich glaube, diese hier immer noch nicht, oder? Oh! Ah. Nerv nicht. Ja, wie gehabt quasi. Nee, was wollte ich sagen? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich in welcher Basis jetzt nun schon war. Ich bin da total raus gerade. Gut, dass die Karte gerade überhaupt nicht backt. Ich meine, hier war ich ja zum Beispiel auch noch nicht drin. Glaube ich. Weil da, wo Fahnen sind, war ich auf jeden Fall schon. Genau, deswegen kann ich auch da noch nicht rein. Das heißt, zwei habe ich noch nicht gemacht, ne? Irgendwie backt die Karte ganz schön rum. Ah. Könnte man nicht irgendwo... Menü ein- und ausblenden? Achso. Nee. Hier kann man es leider nicht, die Legende einstellen. Also ich glaube, überall wo Fahnen sind, war es schon drin. Das heißt, nur da noch nicht. Und da noch nicht. Ach ne, hier auch noch nicht. Also noch drei, oder? Ich weiß es gerade echt nicht. Wenn wir schon mal dabei sind, ne? So mal ein bisschen nachladen das Ganze. Ah, nicht so krass übertreiben. Goldnadeln mal wieder so ein paar mehr. Ah, scheint doch mittlerweile mehr Gegner zu haben. Riechsalz habe ich bisher noch fast gar nicht. Achso, na gut, konfus, ne? Könnte ich eigentlich mehr benutzen, ich dödel. So, mal ein paar tausend losgeworden. Upsala. Mal wieder die wunderschöne Fight with Seymour Musik. Entschuldigung, mit Gamor meine ich. Ba 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 ba.
Da wären wir. Mal wieder. Diese Missionen von der sind echt belastend, ne? Du fährst eigentlich die ganze Zeit nur rum. Man fährt die ganze Zeit nur rum. Naja, was willst du machen? Müssen wir durch. Ja, Mutti. Oh, nicht aufgepasst. Ich wollte gerade sagen, wo sollen wir wieder hin? Weil diese Kabeltrommel macht ja irgendwie keinen Sinn. Oder Kabelrolle. Besser gesagt. Kaputt, oder? Weil hat er gerade nicht geleuchtet. Ah, nee, okay. Ah, jetzt müssen wir weiterfahren zur Countess. Was ich vorhin dachte. Und auch da lohnt sich wieder Schnellreisen nicht, denn so weit ist es nicht. Oh. Aber gucken, wenn wir jetzt so weit durch sind und wir sind jetzt hier irgendwo in der Nähe vom Süden, wisst ihr? Dann fahre ich da definitiv erstmal zur Hauptmission weiter. Beziehungsweise zu den Nebenmissionen in der Nähe von der Hauptmission, da haben wir auch noch einiges. Upsala. Und zwar meine ich jetzt zum Beispiel, genau, wenn jetzt das der letzte Teil ist, dann fahre ich einfach hier runter erstmal. Muss halt die Straße eh nochmal langfahren irgendwann. Habe ich noch gar nicht gemacht. Muss ja auch mal genutzt werden, so eine Straße. Wobei ich hier auch noch nicht war, glaube ich, oder? Das sieht so aus. Als ob ich hier noch nie lang gefahren bin. Aber gut, ich war ja auch hier drin und das sieht auch so aus, als ob ich da noch nie war. Aber ansonsten sieht es alles eigentlich soweit erkundet aus. Außer jetzt hier so ein riesengroßes Gebiet. Wo ich mich noch frage, ob da noch was sein könnte. Vielleicht ein Dungeon. Vielleicht. Vielleicht auch gar nichts. Weil hier ist ein großer Fluss und da kommst du ja eigentlich nicht weiter. Und da müsste bloß hier irgendwo eine Mini-Absperrung sein. Und ja, hier ist Wasser. Kommst du nicht hin? Oder? Nee, oh, das ist der Vulkan. Aber ich glaube, hier kommst du nicht hin. Oder? Weiß nicht. Weil das sieht so leer aus. So wie hier ungefähr. Ups. Oh, wir sind da. Aber dazu gleich nochmal den Anfang hören von der Musik. Ja. Sag ich ja. Gott sei Dank. Na dann gucken wir mal. Einfach nur, damit wir den Mist endlich weg haben. Und das nächste Mal machen wir das erst, wenn wir in Altesia waren und für Wüf die Fotos haben. Spiel. Okay. Und tot. Und tot. Und tot. So. Das war doch wieder gute FP. Mal ganz schnell. Wie haben wir denn jetzt? 298. Na, fehlen noch 35. So, ne, warte mal, jetzt müssen wir mal kurz die Aufgabe umstellen. Aufgaben. Und zwar machen wir erstmal die hier. Obwohl, nee, das ist doof. Okay, pass auf, wir müssen nochmal kurz in die Stadt fahren, damit ich ins Hotel. Ach, scheiß drauf. Wir sind eh überlevelt erstmal. Aufgaben. Genau. Ich will nicht voll tanken. Ich stehe vom Auto, er greift über das Auto hinaus auf die Tanksäule. Zapfsäule. Wie auch immer. Ist klar, Spiel, ist klar. War ihm vorhin schon mal, ja? Da war nicht mal halb leer. Finde halt bloß schade, dass es immer gleich viel kostet. Ne? Wäre irgendwie toller, wenn es so einen Hard-Modus gäbe, wo man dann tatsächlich das bezahlt, was man auch verbraucht.
So, Aufgabenziel, bitteschön. Ich glaube, wir kommen sogar ziemlich gegen Abend erst an. Ist ja schon irgendwo praktisch, ne? Dann hat das Zelten sogar mal Sinn. Wobei mittlerweile, wenn man das Spiel so ein bisschen gecheckt hat, ist es eigentlich jedem klar, dass man nicht abends schlafen muss. Es ist halt überflüssig eigentlich. Aber genau deswegen kann man ja auch mit Level 1 das Spiel durchspielen. Denn wenn man schlafen müsste, ne, Betonung liegt auf müssen, dann nun ja. Wäre sowas ja nicht möglich. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ich glaube sogar, wenn man schläft, ja stimmt, wenn man schläft und dieses Item ausgerüstet hat, bekommt man auch keine XP, ne? Das ist eigentlich übelst OP, das Ding. Ja, ist schon ein Stück weit weg, ne? Aber immerhin bekommen wir FP dafür, das heißt, fürs Nichtstun leveln wir trotzdem eigentlich weiter. Findest du was großartig, ja? Wenn man so fürs Nichtstun auch noch belohnt wird in dem Spiel. Man könnte die ganze Zeit im Kreis fahren, ja? Man würde nur FP grinden. Stimmt eigentlich. Gibt doch bestimmt eine Route, wo man das Gamepad festklemmen kann und man dann die ganze Zeit im Kreis fährt. 10 Stunden lang. Ist vielleicht nicht effektiv, aber es bringt FP. Und gegebenenfalls sogar EP, ne? Das kann man ja leveln. Weiß gar nicht, was das kostet. Okay. Danke. Nee, warte mal los. Hier. Gaumenfreude, FP Jockey, FP Cowboy. Hier. Ja, bekommen wir sogar EP. Wahrscheinlich aber nicht sehr viele, auch wenn das 99 FP kostet. Ich kann es mir halt einfach nicht vorstellen, deswegen Level ist auch nicht. Da kann ich die FP viel besser anlegen in zum Beispiel in einem weiteren Accessoire-Slot. Oder gegebenenfalls Fähigkeiten, muss ich mal schauen. Apropos, wie sieht es eigentlich bei dem hier aus? Stufe 2 schon. Naja, immerhin. Wie gesagt, ich will alle Fähigkeiten ausleveln. Was ist da? なんかあんのか夜は危険がいっぱいだから今日はそろそろ休もうよ大丈夫だろうこのまま進むぞはあ本当に大丈夫かなあんま心配すると励げるぜうるさいなおじさんに言われたくないおい誰がおっさんだ Würde sie bitte Gas geben? Warum hat er jetzt angehalten? Naja, was er aber noch gucken wollte. Ist schon wieder so gut, ne? Kommandos. Wie weit hatten jetzt schon Zyklon gelevelt? Oh, ausgelevelt. Das heißt, wir müssen mit ihm erstmal was Neues lernen. Auch wenn ich da jetzt FP verbrauchen muss. Aber nützt ja nichts. Na dann halt Schild des Königs. Was kommt dann? Steigender Impuls. Und Teamgeist. Okay. Ausrüstung. Gladiolus, Zyklon, Schild des Königs. Gibt Noctis blitzschnell Deckung. Kann ich mir nicht unbedingt sinnvoll vorstellen, aber okay. Fortsetzen. Jetzt haben wir 2 sinnlose Fähigkeiten. Aber wie sieht es eigentlich bei der von... Ich weiß, ich bin schon wieder nervig. Bei der von Ignis aus. Ah, der ist auch schon durch. Das heißt, mit dem muss ich auch noch was Neues lernen. Fertigkeiten. Kommandos. Ah, ne, halt. Element Aura. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Oder lässt die Gefährten einen Gegner gemeinsam angreifen. Führt oft zu tödlichen Attacken. Machen wir erstmal Element Aura. Weil das blöder zu leveln ist, glaube ich. Vermute mal, das ist gar nicht mal so schlecht. Man muss aber auch lernen, ne? Clever. Combo und Element Aura. War ihn tatsächlich sogar nützlich, glaube ich. Denn man muss ja immer bedenken,
Stufe 1 von 6. Jetzt kann ich einfach eine starke Waffe tragen und sagen, hey Ignis, gib mir Element. Und dann BÄM, geht's los. Aber naja, schick, schick. Irgendwie ist der... Ich weiß nicht, ob es am Wasser liegt, ob das Wasser sein soll. Aber irgendwie sieht das komisch aus, ne? Hinten am Heck, als ob mein Auto Pickel hat. Als ob es ein Krater... Oder als ob es von Säure zerfressen ist. Ich glaube, das soll aber schon irgendwie einen Regen darstellen. Obwohl es gerade nicht wirklich Sinn macht. Ne, jetzt in der Kameraperspektive sieht es richtig komisch aus. Ja, irgendwie sieht es komisch aus. Ist der Mond da hinten? Ah, tatsächlich. Also die Reflexion ist schon mal ziemlich genau. So, wie weit haben wir es denn noch? Gerade mal der Hälfte geschafft. Gott. Nächstes, maybe? Oh, war schon das falsche Lied. Der falsche Knopf. Sehr schön. Eigentlich könnte ich einfach eine Final Fantasy 8 Playlist anmachen, ne? Eh beste Musik. Aber leider kann man keine eigenen Playlists zusammenstellen. Das wäre noch richtig cool. So einfach nur 8 und 10. Und dann noch ein paar einzelne aus anderen Teilen. Ach, schön. Wir nähern uns endlich mal wieder der Story. Ist ja nur schon Folge 99. Kann man also mal etwas in die Länge ziehen, das LP. Eigentlich sind wir nicht mehr ansatzweise am Ende. Ich weiß ja schon, dass es mindestens 13 Kapitel gibt. Gut. Und ich bin in Kapitel 8. Na, wobei, ich vermute mal, dass das Ende dann relativ schnell geht, weil viele Nebenmissionen werden wir nicht mehr machen können dann. Früher oder später. Was mich halt nur annervt, ist, dass Zania wahrscheinlich die einzige Schleife im Spiel hat. Also ich vermute es jetzt einfach mal so. Zumindest die erste bisher. Und das ist so eine Quest, wo ich mal ganz davon ausgehe, dass das erst im späten Endgame irgendwo erledigt werden kann. Ach. Ach, guck mal hier. Goldmineral. Und du hast eine Schwäche gegen Schwerter und tschüss. Ja, war's schon. Und dafür geben sie halt trotzdem noch so viele XP, ne? Das ist krass. Ah, hier können wir wieder Muscheln sammeln oder sowas, ne? Hier war da irgendwas. Genau. Genau. Oh, wow. Weil ich im Fallen war, hat er jetzt nicht das resettet. Wie gemein. Genau, Muschel. So. Kann man nie genug haben von dem Zeug. Ach, guck mal, eine Angelstelle gab es ja auch noch. Habe ich mir wieder ganz verdrängt. Zelten? Weil wir bekommen ja fürs Zelten 3 FP, ja? Ist ja auch nichts tun, eigentlich. 4 Tage. Naja. ACE, okay. ACS. E. Alles klar, Zetter. Alles klar. Also E in der Offensive wäre schon richtig stark. Genau, das dürfen wir die Cup-Nudeln mit Krabben testen. ja, brauche eigentlich nichts.
Beziehungsweise nicht mehr mit Krabben, sondern mit dem Kala-Boss-Kopf. Letzten Endes sind es einfach nur Schrimps. Naja. Jeder Level up, Noctis Zucker 2 und Angeln Level up. Oh. Ach, das klicke ich immer aussehen weg, das ist so nervig. Definitiv speichern. Was haben wir noch so? Nee, brauche ich nicht. Nee, 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 nee. Nee, nee. Ah. Wäre das nicht so creepy, würde ich es nehmen, aber tja. Timing batschiri da se. Achso, von gerade eben. Vor allen Dingen. So viel Zeit, ja, 4 Tage und es ist nichts bei. Nur das erste vom Fisch, wenigstens war das dabei. カップヌードルはすげえよ。あ、もうすでに完成されていたな。肉、卵、エビ。3つが調和しねえと。どれか1つが飛び出たってダメだ。俺、次からもっと美味しくカップヌードルを食べられる気がする。だな。俺も。Ja. Weil dafür kriegst du 4000 XP. Na gut. Und ja, Cup-Nudeln. Hat er jetzt gelernt. Ist ja nicht so, als ob wir die kaufen könnten. Einfach, aber naja. Wo ist dieses Item? Ach, hier hinten drin oder was? Okay. Ein Erzfähre mal wieder. Okay. Kann ich mir mal kurz den Togo berufen? Bester Teleport. In eine Sackgasse. Beziehungsweise er kommt aus einer Sackgasse gelaufen. Auch nicht schlecht. Na dann, wollen wir mal zurück zur Hauptmission. Zumindest noch die paar Nebenmissionen schnell davon machen in dieser Folge. Dass wir in der nächsten Folge direkt mit den Hauptmissionen anfangen können. Außer da kommen jetzt nochmal weitere Nebenmissionen dazu. Aber naja, ist dann Pech. Man kann halt tatsächlich diese Gegner alle ignorieren eigentlich, ne? Kann man. So, yeah. Platzer prompto. So, da fahren wir schnell manuell. So weit ist es ja nicht. Einmal bitte wenden. Hallo? Kannst ja nicht aus dem Tunnel rausfahren, erstmal voll rausziehen. Dann wollte er mich überholen, ja? Obwohl ich gerade im Wendemanöver war. Hab doch geblinkt. Ach, ich bin immer noch. Es hat schon was. Meines Rumfahren ist zwar manchmal ein bisschen langweilig, aber dann die Aussicht zu genießen ist halt auch wieder was Schönes. Ja, und Ignis kocht halt mit dem Herzen. Oder, nee, mit dem Verstand wäre dann das Gegenteil davon. So, wir haben hier noch einiges abzugeben. Nämlich einmal, ich markiere es am besten einmal mal, bevor ich jetzt hier irgendwo vorbeilaufe. Neues Kakophon. Ne, warte mal, das hier. Einmal haben wir die und dann hat man noch eine andere, glaube ich. Oder? Täusche ich mich gerade. Was machen die da draußen? Die laufen irgendwie wie Geister rum. Total creepy irgendwie. So. Wow, 2 Früchte. Kannst du nicht einfach ein ganzes Feld pflanzen, du Dödel? Oder muss ich jetzt
zwei Karotten pflanzen und dann zwei Karotten und was anderes und dann zwei Karotten und was anderes und noch was anderes. そうだけど、あんたは。なあ、失礼。私はトニー。レストランをやっててね。上質な野菜を探してるんだ。この畑なら、きっといい野菜が育つ。どうだろう。ここの野菜、売ってはもらえないかな。 Tony, der Biogourmand. Der Restaurantbesitzer Tony setzt auf, voll auf Biogemüse. Im Tausch gegen kahlen Karotten gibt er dir verschiedene Gegenstände. Drei Karotten ist Autozubehör, vier Karotten Waffen. Huh. Okay. Dann wäre jetzt die Frage, warte mal, kann ich jetzt hier nochmal neu anpflanzen? Ah. Okay. Kann ich hier noch mehr anpflanzen? Oder kann wirklich nur mal das eine? Das ist ja total doof. Kann man doch bestimmt irgendwie erweitern irgendwann. Die Frage ist halt, ob es sich Waffen lohnen oder Autoteile, ne? Das ist... Beziehungsweise, warte mal. Was will der mir geben? Eine Ulvat... irgendwas war das doch. Ulvatbären. Aha. Habe ich sowas schon? Ja, das ist zu finden, das ist natürlich wieder Overkill. Haha. Ha, ha, ha. Ist ja nicht so, als ob ich so ein paar Seiten voll hätte. Und ich nicht mehr weiß, wo man es finden würde. Hm. Naja, keine Ahnung. Mal wieder ein bisschen was sortieren hier. Gott. Naja, hier geht's erstmal nicht weiter. Haben wir dann noch eine andere Mission? Oder sind wir dann endlich soweit durch? Die müssen wir bloß zurückbringen, die müssen wir noch machen. Da habe ich keinen Bock drauf. Bei dem konnten wir uns, glaube ich, noch was abholen. Ein Bärendienst. Das waren Bären aus Tenebrae, ja. Ja, und die Minen, wie gesagt, da warte ich mal noch. Da wird bestimmt noch irgendwann mal eine Mission dafür kommen. Da gehe ich mal davon aus. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge, pünktlich zur Folge 100, fangen wir an, weiter die Hauptmission zu machen. Und dementsprechend verabschiede ich mich in die nächste Folge. Macht's gut, bis dahin und tschüss.